bin meinen Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schnapp, bleib dominant. Regi, deine Meinung ist irrelevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand. Doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns in der Hauptstadt von Spanien, Madrid. Mein Name ist Niklas Wilson Sommer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Was mein Arsch in Spanien macht, ist nicht Salsa tanzen und auch nicht irgendwelche Paellas essen, sondern David hat mir geschrieben, und wenn ich David sage, meine ich David Alaba, ob ich nicht Lust hätte, nach Madrid zu kommen, weil für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich und David, wir haben unser eigenes Team in der Icon League, Athletics DNA. Deswegen hat er gesagt, komm doch gerne vorbei, Maschine. Und ich meine, es gibt deutlich Schlimmeres, als nach Spanien zu fliegen und David Alaba in Madrid zu besuchen. Das ist so, das ist wie wenn du an Weihnachten, ich habe keinen Vergleich. Wie gesagt, ich habe keinen Vergleich. Wenn ich einen Vergleich finde, werde ich ihn direkt losschieben. Aber ich werde jetzt 2 Tage in Madrid sein mit David. Ich hoffe, ich kann euch ein paar coole Einblicke gewähren. Ich hoffe, ihr lernt David ein bisschen besser kennen. Und was wichtig ist, lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Kanal, weil das Ganze ist kostenlos. Kommt schon. Und ja, viel Spaß beim Video. Hallo Madrid! Ich bin in Madrid gelandet. Was heute ansteht, ich werde euch mitnehmen zu einem Stadionvlog. Heute spielt Real Madrid und wir gehen ins Stadion. Ich werde euch mitnehmen. Ich hoffe, ihr werdet einen coolen Stadionvlog haben. Real Madrid gewinnt. Ich sehe zufälligerweise noch Kim Kardashian. Dann fragt mich Jude Bellingham nach einem Foto. Ich sag nein, weil ich gerade mit Kylian Mbappé ein Foto mache. Ja, so ist der Plan. Wie er umsetzbar ist, ist wieder eine andere Sache. Aber es wird geil. Es wird geil. Das ist das Wichtigste. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich bin dankbar, hier zu sein. Und we will see. Yeah, yeah, see, 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 see. So, ich bin gerade auf dem Weg ins Hotel. Ich muss tatsächlich sagen, ich war schon mal in Madrid. Aber Madrid konnte mich jetzt noch nie komplett aus den Socken hauen, weil ich eine Meinung habe. Und das ist ein verrückter Fact. Verrückter Fact, aber ich glaube, man kann nichts dagegen sagen. Problem am Spanien ist, sie können kein Englisch. Das heißt, die Kommunikation ist nicht leicht. Und die spanische Küche ist auch nicht krass. Ich war noch nie in Spanien irgendwo essen, wo ich sage, boah, das hat mich aus den Socken gehauen. So, ich bin im Hotelzimmer angekommen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Roomtour. So, das ist das Bad. Eine Badewanne. Nicht verkehrt. Großer Spiegel, immer gut. Waschbecken. Und hier wird gearbeitet. Neben dem Platz, vor dem Spiel und nach dem Spiel. Toilette. Aber ich sag euch, Toiletten in Richtung, wo die Tür aufgeht, Salat. Aber meckern auf hohem Niveau. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir einen Spiegel und hier haben wir meinen Schlafbereich. Der Schlafbereich sieht auch wirklich cool aus. Hier ein Fernseher. Also das ist wirklich komplett satisfied. Also wirklich, ich kann mich nicht ansatzweise beschweren. Deswegen vielen, vielen Dank. Um euch mal abzuholen, was der Plan jetzt ist. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Ich werde jetzt David schreiben, was geht, ob er einen guten Morgen hatte. Und dann werde ich mich komplett leiten lassen. Ich werde mich spanisch sorglos leiten lassen und ich werde euch einfach mitnehmen und hoffen, dass ihr einen coolen Tag zu sehen bekommt, dass ich einen coolen Tag habe. Und ich sage es jetzt, ich glaube, es wird ein richtig geiler Tag und ein richtig geiles Video. Ich habe es irgendwie in der Pisse. Es gibt Sachen, die werde ich nicht verstehen. Heute wird Auge gemacht, ja. Ja, du fährst von Barcelona bist du gekommen, ne? Ja, direkt. Nach Madrid, um Auge zu legen? Nein, also klar, lege ich immer ein bisschen Auge, aber ganz ehrlich, ich würde sogar wollen, dass Mbappé heute ein paar Mal trifft. Ehrlich? Ja, weil ich dieses Ambiente mitnehmen will. Hast du, für die Leute, die es nicht wissen, Anton ist nicht nur ein sehr guter Freund, sondern auch jemand, und jetzt festhalten, den wir den Arsch versohlen werden am 1.9. Ah, das glaubst wohl du. Hier, 1.9. Matchday, Franck Ribéry, David Alaba, Niklas Wurzensommer und Anton Viscabasa. Hast du es gesehen? Ja, ja, ich gesehen. Das ist geil. Deswegen, lasst gerne nur bei uns ein Follow da. Das ist unsere Instagram-Seite. Und nein, Spaß, lasst auch gerne bei Varia Klick ein.
einen Instagram-Follow da. Und ich finde es sehr, sehr, sehr schön, Anton, dass du mich hier besuchst in Madrid. Wird spannend, Willi, am Sonntag, ja. Weißt du, wer der zweite Gast sein wird nach dir? Alaba. Ja. Ja. Kleine Steigerung, ne? Ja, ist okay. Wir gehen jetzt noch ein bisschen spazieren. Soll ich euch mal was sagen, was bei Anton richtig krass ist? Er ist so ein heftiger Cheatcode, weil er kann Spanisch. Hermano. Vamos a la ciudad, al centro. Ich spiele heute gegen Real Sociedad. No, contra Real Valladolid. Oh mein Gott, ich denke bis heute. Ja, ich weiß. Ich denke bis heute, dass sie gegen Real Sociedad spielen, ne? Wie peinlich ist das denn? Nein, das ist sogar, ich glaube Valladolid, nein, Vallecano ist in der Nähe von Madrid. Ist ein kleines Derby, oder? Ist Valladolid auch von hier? Ich warte mal. Also an der Stelle gibt es nichts weiteres als die Schere zu heben, weil es ja richtig krass unangenehm. Mein ganzer Vlog, mein ganzer Flug war falsch eingeschätzt, weil ich gedacht habe, die spielen gegen Real Sociedad. Also ich bin hier, weil ich gedacht habe, Real Madrid spielt heute gegen Real Sociedad. Ist egal. Ja, sag ich auch. Anton und ich laufen hier gerade so ein bisschen durch Madrid und ich muss wirklich sagen, also das Wetter spielt eine große Rolle. Es ist wirklich wunderschön warm, aber die Stadt ist auch sehr geil. Gleich die Hauptstraße links, die Gran Vía, das ist Baba-mäßig. Da ist auch Ronaldos Hotel zum Beispiel. Machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Ja, können wir mal reinschauen, oder? Naja. Ich weiß nicht, ob das auf Video so rüberkommt. Wir können auch mal gerne jetzt ein Bild einblenden von David, wie er hier die Meisterschaft feiert. Und den Champions League-Titel selbstverständlich, weil hier fährt die Mannschaft immer vorbei mit dem Mannschaftsbus und da ist ein richtig geiles Foto entstanden. Und da steht es auf Banco de España. Haus des Geldes. Aber das wurde woanders gedreht, aber eigentlich ist das die Bank von Spanien. Anton ist ein richtig guter Tourguide, weil, Fun Fact Leute, das ist die Bank von Spanien, von Haus des Geldes, aber gedreht wurde sie woanders, nämlich beim Ministerium. Falls ich irgendwas falsch gesagt habe, korrigiert mich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Und das sieht unglaublich aus. Ich weiß, das hat zwar jetzt nicht viel mit dem Fußballvlog zu tun, aber ich weiß nicht, ob sie es fühlt und ob dieser Call nicht verrückt ist. Aber umso älter ich werde, finde ich sowas umso schöner. Guckt euch mal bitte an, wie das ausschaut hier. Unglaublich schön. Also das ist Wahnsinn. Auch kleiner Fun Fact. Hier war das Hotel von mir und Sydney, wo wir zum ersten Mal Toni Kroos auch kennengelernt haben und für die Icon League geshootet haben. Das war schon von der Lage ein unglaubliches Hotel. Guckt euch das mal an. Messi. Alle drei Versionen auch. Guckt euch das an, ey. Messi. Machst du dich jetzt für ein Gewinnspiel? Ja. Oh, Leute, der nennt sich Barca-Fan. Anton, bevor uns und Wege sich trennen, gib mir jetzt ein Ergebnistipp ab. 5-1. 5-1? Ja, Hattrick einfach. Okay. Was? Okay. Unterschreibe ich. Ich gehe, bevor dann wieder irgendjemand sagt, ich habe es nicht als erstes gesagt, mit einem 4-1 für Real Madrid. Ach, guckt euch das mal hier an, wie schön das Ganze ausschaut. Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß auch nicht, ob das Ganze immer so auf Video rüberkommt, aber ich laufe hier mit einem unglaublich schönen Wetter durch Madrid, habe ein paar Geschenke für euch. Wir schreiben jetzt schon mal, wenn ihr das Video seht, danke David. Und wenn ihr das Video jetzt schon mal seht, unbedingt DNA Athletics auf Instagram folgen, weil mehr Bedingungen gibt es nicht wirklich. Mir auf Instagram folgen, Kanal abonnieren und DNA Athletics. Und was hier drin ist, könnt ihr euch denken, kein Trikot von Mbappé, nee. Ein Trikot von meinem Bro. Ja, aber schaut es euch an. Ich laufe jetzt Richtung Hotel, um euch mal abzuholen. Da wartet auch schon mein Kameramann. Der nächste Call ist dann, dass wir abgeholt werden von David und Richtung Stadion fahren. Okay, Freunde, es ist soweit. Jetzt kommt ein ganz verrückter Flex. David holt uns gleich ab und wir gehen ins Stadion. Wir gehen ins Estadio Santiago Bernabeu. Das ist für mich das erste Mal im umgebauten Stadion. Es ist das erste Heimspiel von Kylian Mbappé und Arda Güler spielt heute von Anfang an. Was passiert hier? Also ganz verrückte Sachen und nächster cooler Flex. Wir sind auch stadiontechnisch ausgerüstet mit der richtigen Nummer im Bag. Yes.
Sagt mal, wie ihr das Trikot findet. Ich weiß, mit Simon sind nicht die besser. Ich werde, wenn ihr in den Kommentaren irgendwie schreibt, Bruder, steht hier unglaublich, werde ich David fragen, ob er vielleicht einen Trikotsatz übrig hat. Auf jeden Fall, ich bin unglaublich gehypt. Ich war in der ganze Zeit in der Stadt noch Sightseeing machen und das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Aber jetzt freue ich mich umso mehr aufs Stadion. Und wir sehen uns als nächstes im Auto mit David oder im Stadion. Also, wir sind gerade auf dem Weg und neben mir sitzt nicht Lewis Hamilton, sondern David. David ist ein 1A-Fahrer. Großes Kompliment. Ergebnistipp. 4-0. 4-0? Ich habe 4-1. 4-1. Ja. Ja. Keine Ahnung, wo wir sind. Das ist irgendwo unter dem Stadion, ne? Ja. Für die Leute, die den guten Mann an meiner Seite nicht kennen. Hola, buena. Das ist nicht unterbrechend für die Leute, die den guten Mann auf meiner rechten Seite, den ich kenne, das ist Kobli. David, sein bester Freund, rechte Hand, bessere Hälfte, weiße Hälfte. Ich darf. Hola. Hola. Der zeigt uns alles. Wenn ich Fragen habe, weiß er alles Bescheid, oder? Wir machen jetzt einen Stadionrundgang. Ich will jetzt mal alles zeigen, dass auf Platz kommen. Also wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin in irgendeinem großen Einkaufszentrum. Das ist so unglaublich hier und alle sind freundlich zu mir, weil sie denken. Also, wir werden euch mal ein paar Rohaufnahmen hier reinbringen, wie das hier ausschaut, aber noch nie gesehen. Bruder, du musst überlegen, ich war einfach mit Eldos und Musi vor einem Tag noch in irgendeinem schlechten Club. Ne? Geht's, ne? Leben wir mal schlechter, ja. Also wo wir jetzt hier gerade sind, das wird so ein verrückter Vlog. Das ist die Family Area. Also komplett privat. Und wir filmen. Wenn du filmst, macht die Kamera nicht so auffällig. Ja, oder was ist ja. Egal, es wird schon. Also. Ab hier merke ich spätestens, dass ich kein Fußballer bin. Ganz krass. Also. Hobby, Hobby. Gerade Kim Kardashian gesichtet. Oh mein Gott, wenn ich sie sehe, filme ich das sogar. Aber einfach mal so, die feiern gerade den Supercup. Da ist der R9 auf jeden Fall. Die Atmosphäre, also keine Ahnung, wer mir was anderes erzählen will, aber wenn du vom Fußballprofi geträumt hast, dann reden wir von hier. Ah, das wird ja unglaublich, ne? Siehst du, ja. Ersten 30 Minuten vorbei. Das Highlight ist bis jetzt immer noch das Stadion, weil Madrid hatte erst einen Abschluss und das war von Mbappé, aber bis jetzt ist so, zieht sich wie ein Kaugummi, noch keine geile Aktion dabei. Sagst du? Er muss es wissen. Er muss es wissen. Wäre reingegangen, hätte ich mir vom Mert und allen Fenerbahçe-Fans und Türken anhören müssen, dass Arda Güler der nächste Messi ist. Ist er auf Ansage jetzt vor? Ist er drauf vor? Ich sage, erste Halbzeit, Fantasie-Halbzeit. Geht besser, sag ich so. Das Verrückte ist, ich habe 4-1. Nee, was habe ich da? 4-0? 4-1, er hat 4-0 gesagt. David 5? 4-0. 4-0. Ja, wir haben ja doch eine Halbzeit. Ja, eben. Ich würde sagen, 5 oder 4.
gesagt, wenn ich vier Tore schieße, schneide ich mir eine neue Glatze. Du darfst sie mir schneiden. Okay. Ja. Da gibt es halt eine Glatze, ja. Also nochmal, wie krass kommt das Trikot? Gut, ne? Bei 10. Hä? Bei 10. 20. Nein, 15. 15. Mach 16. Bei 15.000 Likes fragen wir mit einem kleinen Schwenker jetzt auf David ganz kurz mal nur so rüber. Fragen wir, ob er einen Trikotsatz übrig hat. Auf ganz frech. Im Österreich-Akzent. Ist urgeil. Ich sage Tor. Hier hört es als erstes. Du willst die Glatze, ne? Du willst die Glatze, der Güler hätte schon locker ein Tor machen können. Aber jetzt nicht negativ gemeint, sondern an meine türkischen Brüder, er hätte ein Tor machen können und spielt gut. Was? Die Ballannahme, wow, kann sein, ich hätte mir irgendwas geholt. Aber der letzte Ball war nicht gut. Schieß und! Stadionblock mit niemand anderem als David Alaba. Das ist eine Premiere, warum? Du hast noch nie ein YouTube-Outro gemacht, ne? Ne. Showtime. Ich gebe dir so ein Beispiel. Ja. Für alle, die das Video genossen haben, lasst ein Like da, kommentieren, liken, und abonnieren. Kommentieren und abonnieren. Und was noch? Eins fehlt noch. Schauen. Auch gut, DNA Athletics auf Instagram folgen. Das sowieso, das sowieso. Siehst du? DNA. So,
Ich bedanke mich nochmal bei David, weil das ist nicht selbstverständlich. Ich war heute in Räumen und habe Menschen gesehen. Das glaubt ihr alles nicht. Hinter uns ist Kim Kardashian übrigens, also sie ist auch zu sehen. Nicht mehr. Aber vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und in diesem Sinne, es geht. Geil, ist so High School Musical American.